Weinheim. Brand in einer Autowerkstatt verursacht hohen Sachschaden. Rund eine halbe Million Euro Sachschaden entstanden am frühen Mittwochabend bei einem Brand in einer Autowerkstatt in Weinheim. Dabei wurden auch 6 Autos, die sich in der Werkstatt befanden, ein Raub der Flammen. Also wir wurden hier, die Feuerwehr Weinheim, Abteilung Stadt und später auch die Abteilung Sulzbach wurden hierher in die Firnheimer Straße gerufen zu einem Werkstattbrand. Betroffen war sowohl die Räumlichkeiten der Werkstatt als auch der Lagerbereich. Also insgesamt waren 6 Fahrzeuge betroffen, zum Teil hochwertige Fahrzeuge betroffen, die allesamt zerstört wurden. Betroffen war auch der Lagerbereich. Brennbare Flüssigkeiten und besonders die in der Werkstatt gelagerten, mit hochexplosiven Acetylen gefüllten Gasflaschen stellten eine zusätzliche Gefährdung für die Kameraden der Feuerwehr dar. Ja, das ist absolut höchst gefährlich. Acetylen ist ein hochexplosives Gas und diese Flaschen konnten in der Erstphase des Einsatzes durch die Feuerwehr Weinheim geborgen werden. Wie die Feuerwehr Weinheim hier eingetroffen ist, da war das Werkstattgebäude im Vollbrand, wie gesagt. Die angrenzenden Gebäude wurden durch eine sogenannte Riegelstellung geschützt, also die Gebäude rechts und links der Wohngebäude konnten dadurch gehalten werden. Warum der Brand ausgebrochen ist, konnte bisher noch nicht geklärt werden. Die Brandspezialisten der Weinheimer Feuerwehr haben die Ermittlungen aufgenommen.